Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem nächsten Video. Heute zur Vorstellung und Empfehlung von ganz, ganz vielen Körperpflegeprodukten in Form von Reinigungs- und Feuchtigkeitspflegeprodukten. Heute geht es mal nicht um dekorative Kosmetik, also nicht um Lidschatten, nicht um Lipglosse und so weiter, aber auch eine gute Reinigung mit Pflegeeffekt und eine optimale Feuchtigkeitsversorgung der Haut sind ganz, ganz wichtig für eure Schönheit. Vorher noch eine kleine Ankündigung, und zwar gibt es ab jetzt in meinem Shop Beauty Selection drastisch reduzierte Ware, damit das Lager für die neu eintreffende Ware, die schon bald dann auch im Angebot sein wird, freigeräumt wird. Also schaut mal rein, es ist wirklich alles ganz, ganz stark reduziert. Den Link gibt es wie immer hier unten und dann sehen wir uns gleich zur Review von ganz, ganz vielen Pflegeprodukten. Bis gleich! Gut, dann arbeiten wir uns wie immer von oben nach unten vor und beginnen bei den Haaren. Die Preise werde ich immer hier unten mit einblenden und mein aktueller Shampoo- und Spülungszugang betrifft eine Marke, die ich bisher noch nicht hatte, die aber in jeder Drogerie erhältlich ist, nämlich Schauma. Und zwar von der Linie Glatt und Glossy mit Jojobaöl. Glattes und glänzendes Haar für trockenes, krauses und widerspenstiges Haar. 100% Kraft, 100% Glanz. Im Shampoo sind 400 ml drin und in der passenden Spülung 250. Preislich absolut in Ordnung. Sie versprechen, das Shampoo mit Jojobaöl umschmiegt die Haarstruktur, glättet schwer zu bändigende Haare und verleiht schimmernde Lichtreflexe. Ich zeige euch rasch, wie es optisch aussieht. Das Shampoo ist leicht transparent, hat einen ganz, ganz angenehmen fruchtigen Duft und die Spülung kommt in einer weißen Farbe daher. Die Konsistenz ist, wie ihr seht, ein wenig fester. Das Shampoo verläuft hier schon. Und auch sie riecht sehr, sehr angenehm. Der Effekt von beiden ist, macht die Haare wirklich schön, schön glatt, weich, auch super glänzend. Und das Wichtigste wahrscheinlich für euch, es hat keine Silikone drin. Ganz viele andere Schaumalinien enthalten leider Silikone, diese hier nicht. Sind die Haare gewaschen und getrocknet, dann muss man sie natürlich stylen. Und abgesehen von einer ganz speziellen Föhntechnik, die ich für meine Haare anwende, kommt es natürlich auf das richtige Styling-Produkt an. Wie bekomme ich schön Halt in meine Haare, der auch dem nordischen Wind trotzt? Und dafür gibt es für mich nur ein einziges Styling-Produkt, das ich schon jahrelang kaufe und das sich auch nicht ändern wird. Es handelt sich hierbei um Garnier Fructis Style Gel Spray Extrem. Ohne Rückstände gepflegtes Haar, das glänzt, extremer Halt. 150 ml sind hier drin. Hierbei handelt es sich um ein Sprühgel. Oben kommt ein kleines Deckelchen mit. Man sprüht es dann so hinaus. Und ich verwende es ungefähr im 30 cm Abstand auf mein Haar, nachdem ich es gescheitelt habe und zurechtgelegt habe. Danach wird es noch ein bisschen in Form gezupft. Und dann hat man wirklich eine tolle Frisur mit wahnsinnig gutem Halt, der durch Haarspray überhaupt nicht erreicht werden kann. Und deswegen ist auch das hier immer etwas, was ich wieder nachkaufe und was ich euch vollumfänglich empfehlen kann. Gehen wir weiter zum Gesicht. Da habe ich zwei Reinigungsprodukte für euch. Die Pflegeprodukte, die ich zurzeit verwende, die seht ihr in diesem Video, nämlich die Alverde Pflegelinie Seide. Die zwei neuen Reinigungsprodukte sind ebenso von Alverde. Zunächst gibt es da ein kleines Peeling mit 50 ml, was sich nennt Aqua Peeling Perle. Verfeinert und erfrischt für normale und Mischhaut. Es kommt in einem Tübchen. Die Konsistenz ist sehr, sehr gelartig, die Optik transparent und es sind kleine blaue Kügelchen enthalten. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Der Geruch ist sehr dezent, ein ganz klein wenig nach Seife. Anwendung ganz normal, Haut befeuchten, aufs Gesicht auftragen und leicht einmassieren. Die Peelingkörnchen entfernen natürlich die abgestorbenen Hautschuppen und hinterlassen eine ganz rosige und seidige Hautoberfläche. Das benutze ich ein- bis zweimal die Woche, reicht absolut aus und ich bin damit sehr zufrieden. Allerdings würde ich mir vielleicht noch einige kleine Pflegekugeln mehr darin wünschen, denn sie sind nur ganz, ganz vereinzelt vorhanden, was das Peeling zu einem ganz, ganz leichten macht. Ich aber manchmal gerne ein stärkeres hätte, wo einfach mehr Peelingpartikel enthalten sind. Und zur Reinigung des Gesichts mit einer ganz normalen Waschlotion habe ich hier zurzeit auch von Alverde die Waschemulsion Calendula. Milde Reinigung
für jede Haut, kommt in einer 100 ml Tube und verspricht, sanft und gründlich von umweltbedingten Schmutzpartikeln und Make-up zu befreien. Natürliche Lipide, Jojobaöl und Glycerin unterstützen das Gleichgewicht der Haut und erhalten ihre Feuchtigkeit. Die Konsistenz ist eine sehr, sehr milchige, optisch weiß und ganz, ganz zart. Zudem ist sie sehr ergiebig, das heißt, eine geringere Menge als diese hier würde für das ganze Gesicht und den Hals ausreichen. Einfach auf angefeuchtete Hände geben, bisschen verreiben, dann im Gesicht verteilen und abspülen. Und ich liebe diesen Geruch. Es riecht wirklich sehr, sehr natürlich nach Blüten, nach aufgebrochenen Blütenstängeln. Das Ergebnis ist eine gut gereinigte Haut, die danach auch nicht spannt, sodass ich das wirklich sehr, sehr gern anwende und mich allein schon der Anblick dieser süßen Blüte hier morgens schon in gute Stimmung versetzt. Gut, gehen wir weiter runter und machen ein kleines Intermezzo bei der Körperreinigung. Da möchte ich euch zwei relativ günstige und deswegen nur ganz kurz vorgestellte Produkte zeigen. Nämlich einmal Isana Creme Dusche Kokos, die ich mir letztens gekauft habe, weil ich Kokosduft einfach liebe. Reinigt und pflegt. Kommt in 300 ml Stärke und zugleich duftmäßig passend von Balea, der DM-Eigenmarke, Rasiergel mit Kokosextrakt für empfindliche Haut. Natürlich, jetzt wo es wieder wärmer wird, man dann auch mehr Haut zeigt, sind glatte und rasierte Beine natürlich sehr, sehr wichtig und natürlich auch in der kälteren Jahreszeit, zumindest für mich. Hier sind enthalten 150 ml, die passen geruchsmäßig extrem gut zusammen, sodass hier ein ganz zarter und angenehmer Kokosduft dann auf dem Körper zurückbleibt. Und was tun wir nach dem Duschen? Natürlich, wir müssen unseren Körper mit Feuchtigkeit versorgen, dass die Spannkraft und Elastizität erhalten bleibt. Dazu habe ich mir zunächst gekauft von CD Feuchtigkeitslotion mit Wasserlilie, feuchtigkeitsspendend und hautstraffend. Kommt in der 400 ml Flasche. Die Optik ist natürlich eine sehr, sehr, sehr zarte, ihr seht schon, sehr verlaufende, ziemlich flüssige, leicht weißlich-milchige Lotion, die sich extrem gut verteilen lässt und ganz, ganz schnell einzieht. Wo es aber so ist, dass wenn man sie auf den Armen beispielsweise verteilt, sie sich nach einer Weile des Auftragens anfühlt, als wenn sie sich in Wasser verwandeln würde. Das heißt, man hat das Gefühl, es besteht zwischen Haut und Handfläche dann ein Wasserfilm und man rutscht dann immer so ein Stückchen. Geruchsmäßig ist sie sehr dezent, sehr angenehm, hinterlässt auch keinen Eigengeruch auf der Haut. Und die versprochene hautstraffende Wirkung, muss ich sagen, konnte ich jetzt nicht explizit feststellen. Es ist eine gute Creme, die sofort wegzieht, die die Haut auch ein wenig geschmeidiger macht, aber die jetzt keinen besonderen Wow-Pflegeeffekt hervorbringt. Eine Bodylotion, die mir wesentlich mehr zusagt und die wirklich einen fantastischen Pflegeeffekt hat, ist die von Alverde. Anti-Aging Vitaminlotion mit Mango Acai und auch hier straffende Pflege für jede Haut. Kommt in der 250 ml Flasche, ist also wesentlich kleiner als diese hier. Optisch handelt es sich hier um eine etwas festere Konsistenz, wie ihr seht. Sie verläuft nicht, ist auch cremig weiß, lässt sich sehr, sehr gut verteilen und ist auch, wie ihr hier seht, äußerst ergiebig. Das heißt, dieser kleine Klecks würde schon für den gesamten Arm ausreichen. Geruchsmäßig ist sie absolut lecker, riecht wie ein Mango-Quark. Beim Verteilen auf der Haut emulgiert sie zunächst etwas auf, das heißt, sie wird relativ hell und man hat das Gefühl, es würde mehr werden. Das ist aber auch ganz schnell verschwunden, sie zieht dann auch sofort in den Körper ein, hinterlässt fast keinen Film, also nur einen, der fast gar nicht zu spüren ist und pflegt die Haut wirklich ganz, ganz nachhaltig. Auch am nächsten Tag ist das noch zu spüren, auch wenn ihr sie mal zwei Tage dann vergesst, habt ihr immer noch ein richtig durchfeuchtetes Hautgefühl. Da war ich wirklich extrem überrascht, das hätte ich dieser wirklich nicht zugetraut, da ich mit Naturkosmetik Body Lotions bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Die hier sticht da aber wirklich raus, die finde ich wirklich extrem gut und die würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Ein weiteres Körperpflegeprodukt von Alverde habe ich mir vor mehreren Monaten gekauft, habe es aber noch nicht in meinen Videos vorgestellt und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, nämlich Alverde Cellulite Körpergel mit Zitrone und Rosmarin, eine glättende Pflege. Verspricht also kleine Problemzöhnchen zu straffen und zu glätten, obwohl ich keine expliziten Probleme mit Cellulitis habe, möchte ich natürlich an bestimmten Stellen eine sehr straffende und intensive Pflege haben. Es kommt in der 150 ml Tube. Die Optik sieht folgendermaßen aus.
Es ist ein leichtes Gel. Ihr seht, dass es farblich ein wenig ins Grünliche geht. Es ist ganz, ganz liquid, überhaupt kein Fettanteil drin. Ist extrem, extrem ergiebig. Das heißt, dieser kleine Klecks würde beispielsweise für den gesamten Oberschenkel ausreichen. Es braucht ungefähr eine Minute, bis es in die Haut eingezogen ist. Das heißt, bevor man sich ankleidet, sollte man der Haut auch die Zeit geben, um dieses Produkt aufzunehmen. Geruchsmäßig riecht es ein wenig nach Menthol und vor allem nach Zitrone und ein wenig Rosmarin. Das heißt, diese Beschreibung stimmt. Und wenn es eingezogen ist, spürt man, dass man auf den entsprechenden Partien dann dieses Produkt auch aufgetragen hat. Es ist wie eine leichte Umhüllung, die sich dann um diese Partien herum ergeben hat, die aber überhaupt nicht fettig oder schlierig ist, sondern doch relativ trocken und man hat das Gefühl, die Haut wird so ein bisschen zusammengehalten, als wenn hier so eine Art Struktur dann auf der Haut entsteht. Ob es dauerhaft gegen Zellulitis hilft, kann ich, weil bei mir die nicht so ausgeprägt ist, leider nicht sagen. Aber ich fühle mich auf jeden Fall damit sehr gut versorgt, mag dieses Produkt ziemlich gern und denke, dass es auch hier eine Empfehlung von mir sein kann. Ein weiteres Produkt, das diesem hier zumindest packungsmäßig optisch sehr ähnlich ist, ist ein Produkt von Essence, nämlich Show Your Feet Schimmerlotion für die Beine mit Schimmereffekt für ebenmäßig schöne Beine, erfrischend und feuchtigkeitsspendend. Kommt in der 150ml Tube. Optisch handelt es sich um eine ziemlich liquide Creme, wie ihr hier seht, verläuft sie schon leicht nach unten. Die Farbe ist ein wenig beigefarben, auch ganz, ganz ergiebig, wie ihr seht, lässt sich extrem gut verteilen, zieht auch schnell weg. Geruchlich riecht sie ein klein wenig minzig, aber auch ein wenig medizinisch. Das bleibt auf der Haut dann aber als solches gar nicht mehr als Duft zurück. Dafür hinterlässt es auf der Haut einen leichten Schimmer- und Glitzereffekt. Und das ist bestimmt im Sommer, wenn man am Abend weggeht, mit leicht gebräunter Haut eine ganz schöne Sache, wenn man auf die Schultern oder auf die Arme oder natürlich auch auf die Beine dieses Produkt aufträgt. Also ich finde, es ist nicht nur eine Beinlotion, wie es ja verspricht, sondern dann auch für den ganzen Körper geeignet. Okay, gehen wir noch ein Stückchen weiter und kommen zu unseren schönen Händen. Damit sie schön werden, müssen wir sie natürlich ordentlich pflegen. Und zur Pflege gehört nicht nur Handcreme, sondern vorab, und zwar zweimal die Woche etwa, auch ein Handpeeling. Da habe ich hier von P2 Ultra Clean Handpeeling, intensives Handpeeling für jeden Hauttyp mit Rohrzucker und Hibiskusextrakt. Optisch handelt es sich hierbei um eine orangefarbene, sehr feste Konsistenz, die ganz, ganz viele Peelingkörnchen drin hat, welche sich beim Kontakt mit der Haut, die natürlich vorher angefeuchtet wird, dann auflösen. Geruchsmäßig ist es sehr, sehr fruchtig und so ein Peeling bereitet natürlich die Hände darauf vor, dass sie anschließend die aufgetragene Feuchtigkeitspflege sehr viel besser aufnehmen können, weil die abgestorbenen Hautschüppchen quasi nicht mehr im Weg sind. Das einzige kleine Manko dieses Produkts ist vielleicht, dass sich eben die Körnchen beim Einreiben auflösen, sodass man, wenn man gerne einen stärkeren Peeling-Effekt hätte, nochmal nachnehmen muss, weil die Körnchen ja dann weg sind. Aber das ist an sich kein Problem, denn es hinterlässt auch hier eine schöne, zarte, geschmeidige Haut und ich kann es empfehlen. Für die anschließende Feuchtigkeitspflege habe ich jetzt auch zwei Handcremes von P2 und zwar möchte ich die ein bisschen miteinander vergleichen. Zum einen die Ultra Fresh Hand Lotion, feuchtigkeitsspendende Handlotion für jeden Hauttyp mit Lotus und grünem Teeextrakt. Und die andere heißt Ultra Soft Hand Balm, pflegender Handbalsam für spröde Hände mit Lotus, Ingwer und Limonenextrakt. Beide kommen in der 100ml Tube. Die mit dem grünen Tee sieht optisch weiß aus, ist ganz, ganz zart und liquid, auch super ergiebig, wie ihr hier seht. Und die mit dem Lotus- und Ingwer-Extrakt ist diese. Die ist ein klein wenig fester und ein wenig beigefarben. Auch ein bisschen cremiger und reichhaltiger als diese grüne hier drüben. Geruchsmäßig finde ich die grüne total angenehm. Sehr, sehr lecker nach grünem Tee, während die gelbe ziemlich zitronig und so ein bisschen nach Zitrusspülmittel riecht. Den Pflegeeffekt muss ich sagen, dass mir diese hier besser zusagt, da sie zum ersten schneller einzieht, während diese hier wirklich noch relativ lange einen Film auf der Haut hinterlässt. Geruchsmäßig liegt diese sowieso vorn. Und auch die Nachhaltigkeit der Pflege empfinde ich hier als höher, obwohl auch diese hier keinen absoluten Wow-Effekt erzeugt. Dass man denkt, so zarte Hände hatte ich ja noch niemals in meinem Leben. Es ist eine sehr, sehr gute Creme, sie riecht gut, sie ist günstig, dieser auf jeden Fall vorzuziehen.
Also ihr Lieben, das war's von meiner großen Körperpflege-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Video werde ich euch wieder eine Produktkategorie aus meinem großen Rimmel-Paket vorstellen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Denkt an die Schnäppchenaktion, den Link gibt's hier unten. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!